Unsere Botschaft lautet also, dass das zwangsläufig alles eine getäuschte Inszenierung ist und nur den Drittveränderungsimperativen dient. All diese Intelligenzrätsel zu erkennen, dass der Witz ein in sich verschlungener, sich nicht in seinen Pointen erkennender Witz sein soll. Diese ganzen Phantasmen von Unendlichkeit, von Sterblichkeit, von nie erreichen können, nie bis zum Ende der Lösung kommen sollen vor dem Unvermeidlichen, das Unvermeidliche selbst. Dies mögen alles reale Aspekte sein, nur in der Art und Weise, wie das dargebracht wird, als ob es nicht verstehbar oder lösbar oder entlarvbar wäre, als lediglich Beschleunigungs-Hetzmoment, Aufweckensmoment, um sich auf die Socken zu machen vor dem Horrorschrecken, um noch einmal die Wiederholungen zu inszenieren. Das ist in seiner Intentionalität oder in seinem Missbrauchen all dieser Strukturen grundsätzlich daneben liegend und falsch. So dass man es also locker nehmen kann, wenn man wieder einmal aufgeweckt wird in der Vorstellung der unerreichbaren Existenz, der nicht existierenden Existenz, der, das sind nur Mimikry, Überzeichnungen für ganz andere Zwecke.